muss mal durchatmen. Ich muss jetzt mal durchatmen, denn ich hatte Ihnen angekündigt, dass für 11.45 Uhr bei mir was auf meinem Plan steht, was ich nicht ankündigen kann. Denn da steht nur Überraschung, Surprise, Überraschung, Surprise. Und diese Überraschung soll mir jetzt total werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Aber die Zeit ist erreicht. Ich mache auch mal einfach die Augen zu und lasse mich überraschen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war eigentlich noch nie, solange ich hier sitze, so gespannt, was jetzt passieren könnte. Und man hatte mir vorhin gesagt, wenn du nochmal auf Toilette musst, dann vielleicht jetzt. Und ich habe gesagt, nein, oh, jetzt ist jemand ins Studio gekommen, ohne dass ich es gehört habe. Und jetzt fasse ich irgendwo mit Fingern, ich habe die Augen noch zu, irgendwo rein, das ist, kann ich das ablecken? Muss ich mal? Ja. Das ist ein Creme. Das ist eine Creme. Jetzt mache ich mal, kann ich die Augen aufmachen? Ich habe hier, ja, darf ich? Ich war nicht der Weihnachtsmann, sondern ein Fotodesigner, heiße Josef H. Neumann, und habe Ihnen ein modernes Weihnachtsmärchen mitgebracht, nämlich in Form einer Torte, das können Sie ja sehen. Hey. Aber die Besonderheit ist daran, was Sie vielleicht erahnen, aber vielleicht auch gar nicht glauben, ist, dass Sie das Bild von Ihnen auf dieser Torte auch mit aufessen können. Ja, jetzt könnte ich so meine Schüchternheit ausspielen und sagen, Josef H. Neumann, für was steht das H? Aber das wäre eine völlig bescheuerte Frage. Ich muss die Torte beschreiben. Dankeschön erstmal. Dankeschön. Bitteschön. Das war nicht Ihre Idee, ne? Nein, das war die Idee Ihrer Redaktion. Und, und dann haben Sie die umgesetzt. Die umgesetzt. Ah, die beschreibe ich mal. Eine Torte. Wir beschreiben sie als richtig schöne, hohe Torte. Was ist das? Ist das Creme? Ist das, ja, die hat ja Konditormeister Hinz gemacht, und das ist eine Nuss-Sahne-Torte. Unten schön Splitter drumherum, die ist etwa so 6 cm hoch. Obendrauf gespickt mit kleinen Häuflein aus Creme, und jedes Häuflein hat dann eine kleine Verzierung, die wechselt sich immer ab zwischen einem Sternenschweif aus Schokolade und einer Walnuss. Und das geht dann einmal ganz rum, und in der Mitte dann ist mein Konterfei. Und da frage ich, ist das Esspapier? Das ist ja fast wie ein Foto. Ja, das ist integriert Esspapier. In die Torte. Die Idee dazu, insofern habe ich mir auch einen eigenen Weihnachtswunsch erfüllt, die Idee dazu ist 20 Jahre alt. Als junger Student habe ich angefangen, mit Siebdruck zu experimentieren. Das ist so, da druckt man mit Farbauszügen. Man muss sich das vorstellen, grob vereinfacht, wie ein Damenstrumpf, den man auf einen Rahmen spannt, und der, wo dann Farbe durchgegeben wird, an den Stellen, wo das Rakel, wo das Sieb frei ist. Also im reinen Schwarz-Weiß-Kontrast. Dann kann man mehrere Druckvorgänge machen übereinander und bekommt dann ein farbiges Bild. Und da diese Farbe fürchterlich gestunken hat und mich das als Student sehr gestört hat und immer Kopfschmerzen bekam, habe ich mir dann überlegt, das müsste doch eigentlich von der Konsistenz etwas Ähnliches geben, was man auch durch diese Sieb drucken kann. Und dann habe ich Honig gefärbt und habe dann mit Honig experimentiert, damals bei meinem Professor Pan-Walter im Studium. Und das hat auch geklappt. Da musste ich 20 Jahre warten, bis sich durch die Miniaturisierung die Technik so weit verfeinert hat, nämlich einem Tintenstrahldrucker, den viele Leute kennen, so umzubauen und zu verändern, dass ich in diesen Tintenstrahldrucker statt der konventionellen Farbe mit Hilfe eines Apothekers, dem Herrn Hake aus Dortmund, selber Farben entwickelt habe, die ich dann durch diesen Tintenstrahldrucker schicke und dieses Foto ausdrucken kann und somit voll lebensmitteltauglich ist. Jetzt kann ich mich selber essen. Jetzt kommt der Knüller. Auf dem Foto habe ich das gleiche Hemd an wie heute. Also Herr Neumann, das ist nicht so, dass ich nur ein Hemd besitze, aber es ist tatsächlich das gleiche Hemd. Doch, es ist ähnlich, ja. Sehr schön. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Mütze dazu. Das wäre natürlich nur die Krönung gewesen, die auch noch dazu. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie natürlich im Photoshop noch eingebaut. Ich wusste selber nicht. Die Mütze habe ich heute Morgen erst geschenkt bekommen. Auch gehört, ja. Oh, das ist aber richtig Futter, ne? Und vorher wog ich 81, heute Abend glaube ich 86. Kann das? Ja, von der Kalorienzahl habe ich jetzt dabei nicht vergessen. Aber das Foto wird sicherlich dabei dasjenige sein, was am wenigsten Kalorien hat. Also das sollten Sie vielleicht als erstes essen. Sehr schön. Ich habe Ihnen auch noch weitere Drucke mitgebracht. Sie können also auch schon gerne anfangen, die Torte ein schon Messer, zu treffen. Ein Messer, die schneiden das Tolle, zusammen. Das Tolle dabei ist eben, was ja der Fotografie als Medium innewohnt. Sie ist seit Walter Benjamin ins Unendliche reproduzierbar. Und Sie brauchen überhaupt keine Bedenken zu haben, mir zu sagen, das muss ich konservieren. Das machen die meisten Leute gerne. Sie können das in Ruhe aufessen und dann klonen wir die Torte hinterher. Eine absolute Weltneuheit, gibt es nur an ganz wenigen Stellen bisher auf der Welt. Und ich bin, wie gesagt, einer der Väter dieser Entwicklung. Und das ist eigentlich, bin ich auch ganz stolz drauf. Und dass das gerade so zu Weihnachten passiert und dass ich
die Möglichkeit habe, Ihnen das hier vorzustellen, finde ich eine tolle Idee auch Ihrer Redaktion. Und ich habe Sie als einer der Ersten auf der Welt. Diese Torte mit meinem eigenen Konto. Davon können Sie mit Sicherheit ausgehen, ja. Herr Josef H. Neumann, ungeklärt. Hannibal heißt das. Hannibal. Das verrate ich Ihnen noch, ja. Gut. Ich bedanke mich, ich freue mich und ich schneide dir zusammen an. Ja, und ich muss natürlich noch sagen, wer in der Sendung beteiligt ist, mache ich gleich mit vollem Mund. Das darf ich dann heute, ausnahmsweise mal. Danke, Herr Neumann, danke meiner Redaktion. Gerne. Und jetzt gibt's Torte.